Mr. Dugan, da Sie hier neu sind, werden Sie sicher ein paar Fragen haben. Ja, Sir, sicher. Ich würde gerne also wissen... Also, ich werde es Ihnen sagen. Wissen Sie, was wir brauchen, ist Praxis, Praxis, Praxis. Ohne Training, ohne Drill, ohne Praxis ist jede militärische Operation zum Scheitern verurteilt. Und ich werde nicht scheitern. Wo war ich stehen geblieben? Sie werden nicht scheitern. Die im Pentagon sind wahrscheinlich anderer Meinung, aber was wissen die schon? Sie gaben mir Napalm und Giftgase und Kampfhubschrauber und nannten mich brutal. Stellen Sie sich das vor. Schockierend, Colonel, wirklich. Ja, in der Tat. Was für den einen brutal ist, ist für den anderen eine Notwendigkeit. Als ich im Laufe der Jahre unfähige Männer in höhere Ränge aufsteigen sah, da habe ich eine sehr wertvolle Lektion kennengelernt. Die tödlichste Waffe auf der Welt ist der menschliche Verstand. Und hier geben wir dieser Waffe den allerletzten Schliff. Und wenn ich mit Ihnen fertig bin, junger Mann, dann können Sie durch Stahl schneiden. Darauf freue ich mich schon, Sir. Will ich meinen. Miss Elliot, Ihre Übung bitte. Den Ball, Miss Elliot, den Ball! Selbstsicherheit kann tödlich sein. Apropos, da Sie jetzt tot sind, werden Sie auch ohne Mittag- und Abendessen auskommen. Ich hoffe, dass ein leerer Magen Sie nächstes Mal zu einer besseren Vorstellung inspirieren wird. Er behandelt Sie als sein Eigentum. Das ist ja so. Mr. Dugan, man nennt Sie doch den Fahrer, nicht wahr? Ja, Sir, ein bisschen simpel ausgedrückt, aber treffend. Also, Mr. Dugan, ich möchte gerne, dass Sie diesen Sprung mit Ihrem Wagen wiederholen. Nein. Nicht bevor Sie diese Rampen 6 Meter weiter auseinandergestellt haben. Eine schöne Herausforderung. Jungs, versetzt die Rampen für Mr. Dugan. Fertig und hochheben. Michael. Ja, Kit? Müssen wir das wirklich tun? Dafür kriegen wir viele Mäuse, Kumpel. Alles klar? Mit meinen raketengetriebenen Schubverstärkern kann ich das auf 4 Zylindern machen. Die wirst du leider nicht einsetzen können, Kit. Wir dürfen hier nicht auffallen. Meinen Sie, dass man die Rampe niedriger machen könnte? Ganz ausgezeichnet, Mr. Dugan. Ganz ausgezeichnet. Essen bei mir zu behalten. Und da Sie ja tot sind, wollte ich Ihnen auch was bringen. Was
soll ich dazu sagen? Sagen Sie doch Danke. Danke. Die haben nicht zufällig auch... Doch, hier. Zur Abwechslung zahlt sich Verbrechen mal aus. Was, nicht immer? Nicht für mich. Für Sie gilt das sicher nicht, oder? Ein tolles Ding, was Sie in Paris gedreht haben. In Paris? Ach ja, in Paris. Er kommt. Knight Rider.